Ja, ich bin Chris Drawe, Violinist aus Hamburg, Violinist und Instrumentallehrer. Also meine Eltern, ich war 5 und meine Eltern sagten, du sollst auch ein Instrument spielen wie dein großer Bruder. Und ich wusste überhaupt gar nicht, ja, was soll ich denn jetzt spielen? Mein Bruder hat Klavier gespielt und wir haben damals Western von gestern geguckt. Und da gab es einen Charakter, nämlich Fuzzi, den fand ich super cool. Und genau als ich an dieser Frage tüftelte, holte Fuzzi eine Geige raus und spielte Western Fiddle. Dann habe ich gesagt, ich will Geige spielen. Also was mich bei der Geige immer wieder fasziniert, ist, dass die Geige klanglich sehr nah am Gesang ist. Also dadurch, dass man Glissando machen kann, dadurch, dass man Vibrato machen kann. Also das können andere Instrumente auch, ich weiß, aber nicht so schön wie die Geige. Und das andere, was an der Geige großartig ist, dass jeder einen Bezug zu diesem Klang hat. Das habe ich immer wieder festgestellt. Also egal wie alt oder aus welcher sozialen oder ethnischen Herkunft. Jeder hat da einen Bezug dazu, zum Klang der Geige. Es ist einfach ein sehr zu Recht wohl verbreitetes Instrument. Also wir haben hier einmal die klassische Geige, wie man sie kennt, und das hier ist eine elektrische Violine mit 5 Saiten. Das ist also quasi eine Bratsche noch integriert. Die E-Violine setze ich eigentlich nur ein, wenn ich weiß, die Band ist ein bisschen lauter, wo ich mit dem Mikrofon halt mit der Geige nicht so weit komme oder wo ich halt die tiefe Saite brauche. Ansonsten präferiere ich trotzdem diese Geige, die kann man auch durch die Effekte spielen. Ich fange jetzt aber erstmal mit der E-Geige an. Genau, also mit der E-Geige haben wir jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Effekte einzusetzen. Wir haben hier einmal das klassische Reverb, den Hall. Genau, und dann kann man, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, auch noch eine Oktave drunter legen, dass ich quasi im Register eines Cellos bin. Ja, jetzt habe ich mal die klassische Geige an die Effekte angeschlossen. Da ist ein Pickup dran, sodass das dann also auch genau wie die E-Geige in die Effekte reingeht. Und habe das Ganze mit einem Looper verbunden. Für diejenigen, die einen Looper nicht kennen, man kann sich quasi selber aufnehmen und dann dazu spielen. Ja, mein Appell an alle Streicher da draußen, legt die Noten mal weg und spielt einfach so. Das ist auch eine ganz tolle, wichtige Erfahrung. Weil diese Fixierung, diese dauerhafte Fixierung auf die Noten, kann so ein bisschen auch den Spaß an der Musik töten, ist meine Erfahrung. Ich bin da immer angeeckt im Orchester und ich habe mich in der Band immer wohler gefühlt.